Hallo Matze, wir freuen uns, dass wir vor dem Auswärtsspiel in Verl dich bei unserem kleinen Format von Spiel zu Spiel begrüßen dürfen. Und bevor es am Sonntag nach Verl bzw. nach Lotte geht, das erste Saisonviertel ungefähr liegt hinter euch. Wie fällt dein Fazit von den ersten Spielen aus? Ja, ich denke, wir haben uns den Saisonstart alle ein bisschen anders vorgestellt. Wollten jetzt eigentlich nicht dort stehen, wo wir momentan stehen. Aber ja, wir wollen die gute Leistung, die leidenschaftliche und den Fight von letzten Samstag mitnehmen und ja, in Lotte gegen Verl dann die ersten 3 Punkte auswärts holen und diese positive Energie dann auch in Punkte umwandeln. Du sprichst von der positiven Energie. Gegen Mannheim gab es auch das ein oder andere negative Erlebnis. Gefühlt hat das Spiel alle Emotionen mitgebracht, die es überhaupt gibt. So ging es, glaube ich, auch jedem Zuschauer auf der Tribüne und uns am Spielfeldrand. Wie nimmt man so ein Spiel auf den Platz wahr, das dann tatsächlich so verrückt läuft? Ja, es war ein Chaos der Emotionen, der Gefühle. Wir waren so gut im Spiel und dann haben wir so eine unnötige oder die eigentlich keine war, eine rote Karte bekommen. Und dann denkt man sich, ja gut, einer weniger, jetzt müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen und erstmal bis zur Halbzeit die Null halten und das Spiel wieder in den Griff bekommen. Und dann kam direkt die nächste. Und ja, ich glaube, sowas hat noch nie wirklich jemand erlebt oder gesehen. Und für uns war es auch ganz neu, aber ich glaube, dadurch, dass wir auch so, wir hatten so eine positive Energie in der Kabine, in der Halbzeit und wir waren uns bewusst, wir werden alles geben und konnten uns auf uns verlassen. Und durch dann das 0:0 zu halten, war, ja, es hat zusammengeschweißt und hat einfach mega Bock gemacht, die Fans mitzunehmen und es war so eine richtige Einheit und das können wir auf jeden Fall mitnehmen und hoffentlich so einen kleinen neuen Start erzwingen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Auch deine Leistung kann man, denke ich, mal hervorheben nach dem Mannheim-Spiel. Durchweg positive Reaktionen auch von unseren Fans. Bei unserem E-Sport-Kanal bist du zum Man of the Match gewählt worden, zum wiederholten Mal in dieser Saison. Hast auch wirklich einige gute Paraden aus unserer Sicht dabei gehabt, sei es gegen Martinovic oder auch gegen Marc Schnatterer. Wie schwierig ist es vielleicht für dich oder wie sehr beeinflusst es denn dein Spiel, wenn du auf einmal gleich 2 Vordermänner weniger hast? Musst du da auch für dich was umstellen? Ja, für mich jetzt umstellen nicht unbedingt, aber ich kann mich halt darauf einstellen, dass wir mehr zu tun bekommen oder zumindest die ganze Zeit näher an unserem Tor sind. Weil wir hatten ja so gut wie keine Entlastung mehr nach vorne. Mit 2 Mann weniger fehlen die Stürmer. Und ja, dann kannst du halt die ganze Zeit im torgefährlichen Bereich kannst du rappeln. Und man hat die ganze Zeit, hatten wir mit unseren 2 Viererketten da alle Hände voll zu tun. Und in dem Sinne, ja, war es einfach eine geile Halbzeit, weil wir wirklich so hinten, so kompakt standen und uns überall reingeschmissen haben. Ich kann mich noch erinnern, da kam einer oder wollte mal von 16 Meter schießen, da sind 4 Mann reingeflogen und so nimmt man halt auch das Publikum mit und das war so eine sinnbildliche Szene, dass heute nichts geht für die. Man merkt es, was so, worüber du sprichst, wie es ist, diese Spannung, die ihr gehalten habt, die merkt man dir persönlich überhaupt nicht an. Auf dem Platz hat man das Gefühl, dass du sehr viel Ruhe mitbringst, auch abseits vom Platz begegnest du uns genauso, auch jetzt im Interview total ruhig und entspannt, wie du über die Situation sprichst. Kann dich denn überhaupt was aus der Ruhe bringen oder gibt es irgendwas, was dich auch mal auf die Palme bringt? Ja, gibt's schon Sachen. Ja, Gegentore mag ich nicht so gern. Ich glaube, das hat man auch in dem Spiel gegen Berlin oder so gesehen. Da, ja, komme ich dann auch mal mehr aus mir raus, aber so versuche ich schon, gerade als Torwart halt hinten Ruhe auszustrahlen und der Mannschaft Sicherheit zu geben. Und ja, da fühle ich mich ganz wohl in der Position, aber wenn es dann mal nicht so läuft, dann spreche ich das auch an oder komme aus mir raus. Sehr schön. Und manche Sachen, die bleiben ja vielleicht auch dann lieber in der Kabine. Genau. Lass uns jetzt mal auf das nächste Spiel schauen. Du hast schon gesagt, bisher ist die Saison nicht ganz so verlaufen, wie ihr euch das gewünscht habt. Habt jetzt aber gerade im letzten Spiel in der zweiten Halbzeit, wie du sagst, diesen
Zusammenhalt, der ja aber wahrscheinlich sowieso schon die ganze Zeit da ist, nochmal demonstriert, nochmal anders auf den Platz gebracht. Ist das dann vielleicht so ein Knackpunkt, der diesen Schalter jetzt mal umlegen kann, dass sie vielleicht auch eine kleine Serie startet? Ja, das werden wir am Sonntag sehen. Also das ist unser Ziel, dass das der Knackpunkt war, dass wir uns den Dingen bewusst sind, die wir jetzt nicht so gut gemacht haben im ersten Viertel der Saison und das jetzt schleunigst ändern wollen und müssen. Und das wollen wir nutzen, dass wir sonntags, letzten Samstag das als Knackpunkt sehen und das am Sonntag dann auch in 3 Punkte ummünzen. Haben jetzt ein paar Spieler, die wegfallen, aber wir haben einen guten Kader und gute Jungs auch, die die Positionen wieder füllen können. Von daher mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen. Verl ist ein Gegner, die letztes Jahr als Aufsteiger eine solide Saison gespielt haben, sich recht früh auch schon den Klassenerhalt sichern konnten. Jetzt bisher haben sie 12 Punkte gesammelt, stehen auf Platz 11 in der Tabelle, macht also auch wieder einen ganz guten Eindruck. Wo siehst du deren Stärken, dass es bei denen so ordentlich läuft? Ja, sie spielen super Fußball, wenn man so Spiele beobachtet oder auch gegen uns letzte Saison. Sie können mit dem Ball umgehen, wissen, was sie machen wollen und sollen und sind auch eiskalt vom Tor und die Stärken müssen wir denen nehmen, damit wir an dem Tag besser sind und wie schon gesagt mit 3 Punkten dann auch nach Hause fahren können. Jetzt haben wir schon viele positive Dinge angesprochen, vieles, was ihr am Sonntag mitnimmt. Zum Ende unseres Interviews, wie kann man nochmal zusammenfassen, was stimmt dich zuversichtlich, dass am Sonntag der Auswärtsfluch gebrochen wird? Ja, zuversichtlich stimmt mich, dass wir einfach die Qualitäten der Mannschaft haben, dass wir sie öfter zeigen müssen, was wir im Training schon machen, was jetzt am Sonntag dazukommt, dass wir letzten Samstag gegen 14 Mann einen Punkt geholt haben und da uns wirklich alle so ja, zusammengeschweißt haben, dass wir das einfach in die nächsten Spiele mitnehmen müssen. Und wenn wir das machen, dann wird es sehr, sehr schwer gegen uns und haben da auch dann die Möglichkeit, auswärts endlich mal Punkte einzufahren. Super, dann vielen Dank dir und viel Glück für Sonntag. Vielen Dank.